Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und ich sende wie immer live ungeschnitten und frisch von Screenshare in diesem Fall, nicht von der Webcam. Und zwar geht es darum, beziehungsweise um die Frage, wie löscht man im Profil eine Position, die man vorher eingenommen hat. Und zwar, ja, zwei Dinge. Also das eine ist, ich coache ja momentan vermehrt Leute, die einen Job suchen und dabei machen wir so einen Eintrag, Suche, Stelle als und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt einen Kunden entdeckt, bei dem der jetzt freundlich, also nicht freundlicherweise, erfreulicherweise eine neue Stelle hat, bei dem aber dieser Eintrag als zweiter Eintrag noch drinsteht. Also da steht immer noch Suche, Stelle als und das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Und scheinbar hat er den Knopf nicht gefunden, wo er das entsprechend einstellen kann. Und das wollte ich jetzt hier mal zeigen. Und zwar die zweite Information, die man hier braucht. Momentan gibt es zwei Arten, wie auf Xing die Berufserfahrung angezeigt wird. Manche haben noch diese Anzeige Berufserfahrung und andere haben schon hier diesen Werdegang. Dieser Werdegang übrigens, wie man hier wahrscheinlich sieht, genau, der blendet sich hier auch oberhalb des Portfolio ein, was man diskutieren kann, ob man das so toll findet oder nicht. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so toll, weil eigentlich mein Portfolio viel toller ist als mein Lebenslauf, aber oder viel interessanter für mich, aber es ist nun mal so. Und wenn man jetzt aber hier, also das, was ich jetzt erkläre, bezieht sich nur auf diese Werdegang-Darstellung und nicht auf die Darstellung der sogenannten Berufserfahrung bei den Profildetails. Das ist jetzt vielleicht erstmal das Wichtige an der Sache. So. Und zugegebenermaßen hat sich hier die Anzeigeform ein bisschen verändert. Ich werde auch irgendwann mal noch ein Video machen, wie man das hier entsprechend optimiert. Da muss man nämlich ein paar neue Dinge beachten, die sich da geändert haben, vor allem für uns Selbstständige. So, jetzt muss ich gleich auch noch niesen. Das ist der Nachteil des, der Nachteil des Live-Videos, aber ich werde das nicht schneiden. So. Also, wenn man jetzt hier, also man sieht übrigens, dass hier erstmal nur die ersten drei Positionen angezeigt werden und ich möchte hier, ich möchte hier eine Position rauslöschen und zwar ist es eine deutlich weiter unten. Damit, um das zu tun, gehen wir erstmal neben Werdegang auf Bearbeiten. Und dann kriegen wir noch mal eine Liste von ganzen möglichen Positionen hier. Und ich habe jetzt festgestellt, dass eine Position hier doppelt ist. Und zwar ist das die hier. Das ist auch nicht mehr so zwingend das, was ich hauptsächlich mache. Eventuell nehme ich mir mal diesen Text hier raus, weil den brauche ich vielleicht noch. Den werde ich mal an anderer Stelle dann einfügen. Merke mir, dass es August 1999 war und jetzt möchte ich diese Position löschen. Und dazu drücke ich hier einfach auf Löschen. Das wird immer dann funktionieren, wenn das nicht die alleroberste Position ist, die da eingeblendet ist. Also wenn ich jetzt die hier oben nehme, doch da habe ich auch einen Löschknopf, aber ich glaube, ich habe jetzt gerade die hier ganz oben eingeblendet und da sieht man, dass hier der Löschknopf fehlt. Also, der Löschknopf fehlt dann, wenn das hier oben die oberste Position ist, die hier in der Visitenkarte eingeblendet ist. Und das war's auch schon. Man muss jetzt allerdings auf eine Sache achten, nämlich dass man hier nochmal auf Fertig drückt, weil dann speichert er das ab. Und jetzt habe ich nämlich beschlossen, dass ich hier in diese Position hier das wieder reinkopieren möchte, diesen Text. Also bearbeite ich das, weil es war ja eine Position praktisch doppelt. Und hier habe ich diesen Text noch gar nicht drin. Und der sollte hier entsprechend rein. Und dann speichere ich den hier ab. So.
Jetzt ist alles wieder aktuell. Jetzt drücken wir hier wieder auf Fertig. Und man sieht jetzt, dass hier dieser Kommentartext hier auftaucht. Und dazu werde ich bei Gelegenheit nochmal ein kleines Video machen. Dazu muss ich aber erst noch ein paar Dinge vorbereiten und ein paar Dinge recherchieren, damit das auch optimal funktioniert. Also auf diese Art löscht man einen Beitrag. Man geht hier unter Bearbeiten, geht dann mit dem Stift auf den Beitrag, geht dann hier runter. Das heißt interessanterweise hier immer noch Berufserfahrung bearbeiten und nicht Werdegang bearbeiten. Und wenn man dann diesen Löschknopf drückt, dann ist der entsprechende Eintrag weg. Wenn es hierzu Fragen gibt, gerne hier unterhalb des Facebook-Videos, unterhalb des YouTube-Videos, wo ich dieses Video hochladen werde, oder unterhalb des Blogbeitrags. Ich werde das auf OGOK, Work Smarter, Not Harder, auch entsprechend verbloggen. Bis dann und tschüss. Lebt lange und in Frieden und möge der Saft mit euch sein. Bye bye.